Gut ankommen. Lass uns mal kurz drüber reden. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf Flipfloid, eurem absoluten Lieblingskanal für Content, wo wir selber nicht ganz so genau wissen, ob der eigentlich richtig gut ist. Er wird uns aber von jemandem, der richtig gut ist, präsentiert, nämlich vom guten Kaiser. Und der klärt uns darüber auf, dass Young Olli wieder da ist. Nicht ich. Und jetzt angeblich, ach, Yo Olli heißt er ja auch. Yo Olli ist wieder da, nennt sich jetzt aber Young Alpha oder so. So. Was war denn da eigentlich nochmal los? Meinst du, der erklärt das oder müssen wir? Ich hoffe, er erklärt's. Ja, Yo Olli hat richtig auf den Deckel gekommen vor Gericht halt. Der ist doch verurteilt worden, nee, ne? Weil er eine Minderjährige. Ne, ich glaube eben genau das nicht passiert. Lass uns mal reinhören. Doch, Bewährungsstrafe. Ja, okay, ich weiß es nicht genau, aber lass mal reinhören. Der wird uns das ja schon sagen. Ja, also er ist verurteilt worden, weil er eine und so weiter. Ich weiß nicht, ich möchte es jetzt nicht hier. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja. Ah, cool, guck mal. Safety-Filter geht rein. Alter, Falk, Dankeschön für 20 Subs. Freunde, wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, twitch.tv/Dr. Freud, könnt ihr live zugucken. Vielen Dank. So ist es. Peace. Jetzt rein. Habt ihr Bock auf geile Pranks? Tja, ja, laut. Ich bin jemand, der ist auch fürs Pranken geboren, versteht ihr? Aber Freunde, es gibt ein Problem. Ich weiß nicht, wie es geht, aber heute ist anscheinend mein Glückstag, denn Yo Olli hat tatsächlich einen neuen TikTok-Account mit dem Namen Young Alpha Pranks. Außerdem hat er vor 2 Tagen sein neues Album. Ist Pranks nicht als Kategorie einfach Dad? Keine Ahnung. Also ist Pranks nicht tot? Ich glaube unter ganz jungen Menschen nicht. Ich glaube, die gucken das immer noch gerne. Okay. Album Young Alpha 3 gedroppt, was mal wieder ein lyrisches Meisterwerk ist. Darum hätte ich gesagt, wir verschwenden keine Zeit und gehen straight rein. Young Alpha 3, wow. No! Alter, ich muss das sofort suchen. Die Legende ist zurück, wow. Die Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Ihr habt es richtig gehört. Sag mal erstmal da, bevor du wieder zurück bist. Young Alpha ist zurück. An der Stelle aber nochmal ein fettes Dankeschön für 40.000 Abonnenten. Wie krank ist das? Ich wollte es so filmen, den Moment so für mich behalten und dann hat mich einfach in dem Moment einer deabonniert. Wer von euch war das, ha? Ich find's raus. Na, Retalk, der Support ist einfach so heftig in letzter Zeit, deswegen fettes Dankeschön. Ich meine, vor 10 Monaten hat der Kanal noch nicht mal existiert. Darum habe ich mir jetzt ein persönliches Ziel gesetzt, nämlich möchte ich gemeinsam mit euch die 1 Million Abonnenten in den nächsten 10 Tagen schaffen. Aber zurück zum Thema. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten von euch wissen, wer Yo Olli ist. Ich bin alles gut. Sie sind nicht mehr 12, sie sind über 18, deswegen gibt es meinen Coke. Der Song ist nicht echt. Hold up! Sag mir bitte, dass dieser Song nicht echt ist. Hold up, please! Ich muss das nochmal hören, hat er das wirklich gesagt? Der Song ist nicht wirklich echt. Was? Also das, ich meine, das wäre ja fast selbstreferenziell, aber allein, wenn ich das sehen würde, würde ich ihn dafür in den Knast stecken. Ich muss nochmal hören, ganz kurz, sorry. Sie sind nicht mehr 12, sie sind über 18, deswegen gibt es meinen Coke. Frisch, einen frischen Penis. Ich gebe euch aber trotzdem... Ist das sein Ernst? Ich hoffe nicht. Ich dachte, kurz Paul ruft die Polizei an. Ist echt. Es ist echt. Ist echt. Oh, Gottes Willen. Ja, also ich sehe schon die Weiber reihum in Ohnmacht fallen. Oder? Ey. Oder? Oder? Darauf steht ihr doch, oder? Ihr Weiber, ihr... Oder? Oder? Oh Gott. Wow, Alter. Haben wir es heute 32 Grad oder ist nur hier so warm? Falls ihr das schon verdrängt habt oder falls ihr einfach zu jung seid, um Yo Olli zu kennen. Moment mal. Yo Olli hat vor ein paar Jahren angefangen. War sehr lustig, Kaiser. Hat einen Moment gebraucht. Lustig. War sehr lustig. Fangen Pranks und Challenges auf YouTube hochzuladen und das bekannteste Format war so, er geht halt zu einer Frau hin, spielt irgendein Spiel und wenn er gewinnt... Warte kurz, korrekter halber. Frau. Bei Young Alphas, bei Yo Ollis Beuteschema spricht man von Mädchen. Muss sie ihn küssen. Hey, wie geht's dir? Mir geht's gut. Hey, ganz kurz. Ich bin Olli. 1 Minute nur. Könntest du dir vorstellen, mich zu küssen? Nein, ich kenne dich nicht. Wir können so ein Spiel spielen um einen Kuss. Einfach deutsche Don John, Alter. Oh, das ist schon so unangenehm. Sie hat halt wirklich keine Lust. Und einen Kuss. Wenn du gewinnst, dann kannst du mir eine klatschen. So richtig doll? Ausnahmsweise. So? Ja, so doll wie du willst. Okay. Wer 21 sagt, der hat verloren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 hast du gesagt, du hast verloren. Oh. Hä? Meine Intention war ein... Hey Olli, wer 21 sagt, hat 21! Verloren. Hm. Krass. Du bist so ein Mastermind, Alter, hab ich nicht mit gerechnet. Was war das? Keine Ahnung, was war das? Hey, ich habe das auch nicht verstanden. Jeder darf maximal 3 Zahlen sagen. 3 Zahlen sagen und dann musst du immer hoch. Das wird... Mathe, Mann! Dass ich Erfolg auf YouTube haben wollte oder Klicks machen wollte. Ich hatte halt davor versucht, normale Pranks zu machen. Irgendwie anders Leute reinzulegen, also auch Männer oder so. Dann hatte ich aber mal durch Zufall Kissing-Pranks von englischsprachigen YouTubern gesehen und habe gesehen, dass sie voll viel Klicks haben. Dann dachte ich mir, okay, das kann ich auch machen. Warum sowas auf YouTube funktioniert, das check ich halt bis heute nicht. Aber gut, er hat in ein paar Jahren, glaube ich, die 300.000 Abonnenten geschafft. Das Problem war aber, dass er oft jüngere Frauen angesprochen hat und außerdem war halt generell so die ganze Aufmachung von dem Konzept nicht gerade unkontrovers. Auf alle Fälle war halt der große Fehler, das mit Jugendlichen zu machen und ja, mit Erwachsenen, denke ich, wäre das halb so schlimm gewesen. Vor allem wie im Jahr 2019 gab es dann die Meldung, da mit Erwachsenen hätte das aber vermutlich auch nicht funktioniert. Dass Yo Olli abgestochen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die FAZ hat das gepostet und es gab auch ein paar Videos darüber. Yo Leute, so wie es scheint, ist Yo Olli ist tot. Zumindest hier in der Frankfurter allgemein. Das eskaliert mir gerade ein bisschen zu schnell. Wow. Was passiert? Was? Doch, ich erinnere mich daran, dass der tot sein sollte. Mit 6 Stichwunden an einer Hecke des indischen Konsulats. Alter, alles daran ist zu wild. Na, der hat die Tochter von einem Falschen geküsst. Ja, von dem Typen was aus. Glücklicherweise konnte Tanzverbot das Ganze dann aber auch wieder aufklären. Aber noch im gleichen Jahr... Aufklären! Fake! Aufgeklärt. Den einen Skandal, der Yo Ollis Karriere jetzt erstmal auf Eis gelegt hat. Nämlich hat er 2019 mit einem Mädchen geschlafen, von dem er dachte, sie wäre 15. Das was, wenn die Meldung echt ist und die Echsenmenschen Young Alpha als Ersatz eingesetzt haben? So wie bei Avril Lavigne. Sorry, ich hänge noch bei, von dem er dachte, dass sie 15 ist. Ja, aber sie war jünger, ne? What? What? Ja, warte. 15-jährige Mädchen hat sich dann aber als 13-jähriges Mädchen herausgestellt und es ist jetzt nicht wirklich viel besser, dass er geglaubt hat, dass sie 15 ist, aber es ist halt strafrechtlich relevant, weil du musst halt wissen, okay, konnte sie die Situation richtig einschätzen, hat sie gewusst, was für Konsequenzen das mit sich trägt, hat sie das freiwillig gemacht und so weiter und so fort. Ich meine, er war da so 23 oder 24, wo er geglaubt hat, dass er mit einer 15-jährigen schläft. Das ist halt trotzdem nicht, weißt du, nicht gerade gut. Danach war er 6 Monate in U-Haft und ist dann mit einer Bewährung rausgekommen. Und ich sage euch eine Sache. Ich weiß, dass Yo Olli... Ja, er ist Österreicher, er ist da von der Sache ein bisschen liberal. ...auftritt und ich weiß, dass er schwarzen Humor hat und das alles. Das ist ja alles wirklich gut und schön, aber das, was er nach seiner Entlassung postet... Für Österreich ist das immer ein Pluspunkt. Das ist wirklich sehr mutig. Hey, ich sag's dir. Geiler Puff hier, oder entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, aber ich würde sagen, das ist hier ein relativ etabliertes Bordell. Olli? Ja, was denn? Das hier ist ein Kindergarten. Kindergarten. Das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Nein, das hat er nicht gemacht. Also es hat er bestimmt, also es hat er ja gemacht, aber nein. War das davor oder danach? Nein, danach. Das ist sicher? Ja, das hat er ja gerade erklärt. Alter, ist das... Also ich bin wirklich, ich stehe extrem... Also ich sag's jetzt mal so politisch unkorrekt, wie ich nur kann. Ich stehe auf selbstreferenziellen Humor, ja, aber nicht, wenn du ein Kinderficker bist. Ich dachte, es geht ums Big Zone Shirt, okay. Nee, das Big Zone Shirt macht mich auch auf einem anderen Level krank, Alter. Das ist wirklich, was zur Hölle. Was ist eigentlich aus seiner Körperform geworden? Sieht irgendwie so er ist der Kastenmann. Es sieht so seltsam aus. Ich versuche mir gerade mit Brille und so einer schwarzen Tasche und so einem braunen Trenchcoat vorzustellen. Ich habe halt den Clip auch schon mal verwendet und einer hat mal kommentiert, er hat ja nicht aufgehört. Gibt ihm keine Aufmerksamkeit oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn man sich über so eine Person lustig macht, und das macht er ja quasi damit auch, dann ist es in Ordnung. Ui. Obviously ist Yo Olli für mich halt einfach nur eine Witzfigur und er macht sich halt damit selber zum Trottel. Deswegen kann ich das auch vertreten, dass ich das in meinen Videos einbaue. Aber für die breite Masse ist es natürlich nicht so rübergekommen, weil wenn du dich nicht wirklich mit ihm beschäftigst und so, dann kommt es halt einfach nur so rüber wie... Moin meine Alphas, ich bin's Yo Olli. Ich habe eine 13-jährige Gift und mache mich jetzt darüber lustig. Und nachdem der Boy aus der U-Haft entlassen wurde, hatte er natürlich erstmal kein Einkommen. Deswegen musste das Hustle an den Start. Die Bewerbung als Ölscheich hat anscheinend keiner angenommen. Deswegen hat er sich bei einem Lieferdienst beworben, mit einer Popsängerin wirbt. Und jedes Mal, wenn ich eure Dreckswerbung sehe, Lieferunternehmen, dann habe ich 3 Tage lang einen Ohrwurm davon. Könnt ihr bitte aufhören? Ich bestelle nicht bei euch. Aber wie gesagt, das Hustle ist real. Deswegen hat er sich kurzerhand umfunktioniert zum Flirtcoach. KuchenTV hat es damals genau genommen und das war halt im Endeffekt halt nur... Da war ein Flirtcoach, der in U-Haft saß, weil er mit einer 13-Jährigen... Okay. Rausgeschmissenes Geld. Willkommen bei der Ja Academy. Ich biete Ihnen hier meine Coaching-Dienstleistung an. Sei es ein individuelles Coaching, um zu lernen, wie man erfolgreich mit seinem Schwarm in Kontakt kommt oder wie man erfolgreich in Social Media gut ankommt. Lass uns mal kurz drüber reden. Stopp! Wie man erfolgreich mit seinen Schwarm in Kontakt kommt! Oh, Olli ist gerade zu Tode getriggert worden. Das ist mit Abstand das Schlimmste, was ich bisher in dem Video gesehen habe. Ja, aber weißt du, was Yo Olli jetzt auf Polizei sagt? Richtig, ich laufe nicht mehr vor sie weg. Individuelles Coaching, um zu lernen, wie man erfolgreich mit seinem Schwarm in Kontakt kommt. Ich werde gerade kritisch angeguckt. Ja, ich musste schreien. Jemand hat einen Rechtschreibfehler gemacht im Internet. Nee, aber es ist so ein guter Rechtschreibfehler, so ein schlimmer. So Syntax und so. Sehr gut, sehr gut. Ich leide. Offensichtlich weiß er laut. Ja, hör mal, wie man im Social Media gut ankommt. Ja, aber in Kontakt daran ist gut. Kommt jemand, gut ankommt, kommt, Digga. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, jemand, der so schreibt und so aussieht, dem würde ich mein Geld auch geben. Oder wie man erfolgreich in Social Media gut ankommt. Lass uns doch mal kurz drüber reden. Also ein Yo Olli, die wahrscheinlich meistgehasste Person im Internet, möchte uns... Wenn KuchenTV als moralische Instanz über dich urteilen kann, weißt du, dass du so krass verkackt hast wie kaum sonst jemand im Leben, Alter. Hui! Ich will mit diesem Coaching zeigen, wie man auf Social Media erfolgreich und beliebt wird. Okay, Digga. Da kannst du dich gleich beim Long Don John anmelden. Aber gut, ein Versuch was wert. Mal ganz kurz unter uns. Es gibt heutzutage eigentlich nur 2 Arten, wie man ehrenhaft Geld verdienen kann. Nummer 1, rappen. Nummer 2, Heroin verkaufen. Ende 2020 ist Yo Olli unter dem Namen Young Alpha mit seinem Album Young Alpha rausgekommen, das legendäre Hits wie unter anderem Guter Tag beinhält. Heute ist ein guter Tag. Der Song allein hat auf YouTube und Spotify zusammen über 10 Millionen Klicks. Das sind umgerechnet... Leute. Ich will gerade einfach mich... Oh Gott, ich will sterben, Alter. Bitte. Versucht. Bitte. Nachzudenken. Danke. Danke, Paul. Danke. Oh. Cash, ungefähr dein Jahresgehalt. Danach kam das Sequel-Album Young Alpha 2 und danach kann man eigentlich nur noch so einzelne... Hat er gerade gesagt, dass es umgerechnet in Cash ungefähr dein Jahresgehalt? Ja. Okay. Ich feiere ihn halt hart, Alter. Songs wie unter anderem auch Zeig deinen oder und jetzt seitdem, so wenn du drüber nachdenkst, habt ihr irgendwas wieder von Young Alpha gehört? Ich habe nichts mehr von ihm gehört, also wirklich null. Er war aber wie gesagt im Hintergrund am Hustlen und deswegen ist ja auch, wie jetzt schon erwähnt gewesen, Young Alpha 3 draußen. Ich nehme das gerade um 0:46 Uhr auf, das heißt das Album ist vor 47 Minuten gedroppt. Ich habe erst einmal reingehört und ich bin verliebt. Ich habe aber bei DarkoSkin gesehen, dass der Boy auch noch einen TikTok-Channel hat, wo er Pranks hochlädt. Das ist kein Scherz. Young Alpha Pranks. Mein offizieller Prank-Kanal, Fire-Emoji. Folgt mir für die besten Pranks Deutschlands. Das klingt sehr vielversprechend. Ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal direkt ins erste rein. Hi, Sarah? Nee. Achso, weil so Lara und Tamara sind? Nein. Ah, warte. Kann ich, Jungs, ich muss aufhören an der Stelle, ich muss das abbrechen, ich kann wirklich nicht mehr, ich kann nicht, wirklich, Alter, das ist zu viel. Ich sterbe gerade. Das ist zu viel, ich kann das nicht, ich halte das nicht aus, mein Herz. Entschuldigung, Sarah. Kannst du kurz kommen? Alphas, abonniert mich alle hier auf TikTok, Young Alpha Pranks, und ihr werdet die besten Pranks in Deutschland nie wieder verpassen. Das war ein Prank? Oh Gott. Oh Gott. Das war ein Prank? Das war wie so ein Typ, der will, dass du für das, weiß ich nicht, das ist so ein Typ hier, Spende für meine Spendenorganisation, der dir mit dem Flyer hinterher rennt, bis du im nächsten Laden verschwunden bist. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass er irgendwas gelernt hat. War denn das ein Prank? Leines schreibt gerade ganz richtig, ich kann nachvollziehen, warum Frauen ungern alleine rausgehen. Wenn ich sowas sehe... Uff. Aber warum rennt er jetzt weg? Besser ist, wahrscheinlich hat sich schon die Polizei gerufen. Meiner Meinung nach sollte er einfach der Typ sollte einfach täglich einen richtig schön krassen Kniestoß in die Eier kriegen. Ja, Alter. Also ich meine, er scheint ja offensichtlich nicht verstanden zu haben. Das kann er auch hochladen, wenn du mich fragst. Dass man ein bisschen Abstand dann auch zu... Guck mal, wie er gleich nah rangeht. Guck dir das mal bitte an. Ja, das ist super aufdringlich, Alter. Das ist das Allerletzte. Oh, das ist so unangenehm. Er lässt dir gar keinen Platz. Dieser Griff da fast zur Hand, Alter. Oh. Aber das ist ja auch so eine, da hat er sich auch irgendwie für 90 € so einen Drecks-Flirt-Coach-Scheiß online angeguckt, den er jetzt einfach weiter labert. Von wegen sich in den Weg stellen und Weg abschneiden und Kontakt herstellen durch Anfassen und so ein Scheiße. Übergriffige Dreckscheiße, Alter. Was für ein Vogel. Das war der Prank. Du gehst zu einer hin und fragst sie, ob sie Sarah, Lara und Tamara kennen. Das war der Prank. Weil sie nicht wissen, das ist eine Line aus dem Song Guter Tag. Sarah, Lara und Tamara. Der dritte Prank, Bro. Es gibt aber leider nur ein weiteres Video auf dem Prank-Kanal. Aber das ist jetzt aus heutiger Sicht noch nur 2 Tage alt. Olli, ich hoffe für dich, das wird jetzt besser. Wie geht's? Wir hatten uns vorhin schon gesehen. Ja, du bist an uns lang gelaufen. Ja, kommt ihr aus Berlin? Ja. Nice. Und du? Ja, ich auch, aber ich habe heute ein Problem. Und zwar, ich habe gerade keine Matratze zu Hause. Mhm. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, wo ich pennen soll. Ich denke, bei uns wirst du leider nicht fündig. Bei dir vielleicht? Übernachten? Seid ihr generell Single noch? Meint ihr, er versucht Frauen anzubaggern und hat so viele Körbe kassiert, dass er sich gedacht hat, ich kann daraus ein Prank-Format und einen eigenen Kanal machen und kann das dann so unter diesem Prank-Deckmantel einfach hochladen? Und wenn es mal klappt, dann klappt's? So, weißt du, was meine? Wenn es mal klappt, kommt es auf seinem Flirt-Coach-Kanal. Ich habe so gerade das Gefühl so ein bisschen. Es ist halt alles... Unglücklich. Ja, es ist alles einfach nur unangenehm. Ich verzinge die Dame nicht, aber es würde auch nichts ändern. Okay, danke euch. Ich muss, wenn ich sowas sehe, muss ich dran denken, dass ich eine Tochter habe. Mhm. Und dann macht's mich, einfach sehr traurig, dass Körperverletzung in Deutschland doch so stark bestraft wird. Das war nicht als indirekte Drohung, sondern lediglich als Witz zu verstehen. Haha, Prank. Ja, aber dunkle Ecke und du warst die ganze Zeit bei uns. Das war die erste Folge. Bro, wie stehst du da? Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas an seinem Auftreten ist einfach so lustig. Egal, komm, er hat noch einen anderen TikTok-Account namens Young Alpha Records, wo er vor allem halt seine Songs promotet oder halt so ein bisschen Real-Life-Content postet. Gut, also klar, Chat sagt auch, Alibi ist klar. Wir haben hier 6000 Zeugen, die alle aussagen, sie wären bei Ihnen gewesen. Wir brechen das Video ab, ich rede jetzt nur noch über Dena. Okay, komm, er hat ein paar echt geile TikToks auf seinem Kanal. Bei einem zum Beispiel fällt während dem Film einfach sein Handy runter. Streamt ihn überall, ganz Deutschland. Beim anderen will er mir erzählen, dass er im Monat 9000 € durch Investments macht und immer noch 2 Jobs hat oder 3. Bei mir ist es so, ich habe selber 3 Jobs, 2 Teilzeitjobs und einen Minijob. Und ich mache Musik und Aktien zusätzlich. 3 Jobs, nebenberuflich Rapper und du machst einen 9K durch Trading. Digga, der Typ ist rich. Nur zur Info. Ja, es ist ja cool und es ist natürlich auch wichtig, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat, aber Digga, wenn ich 9K im Monat durch Trading mache, dann bin ich weg. Dann sperre ich mich 15 Stunden am Tag in meine Wohnung ein und mache nichts anderes außer Daytrading. Da scheiße ich auf alles. Ich ernähre mich von mir aus nur noch von Brot, Wasser und Eiszapfen. Aber ich finde es Retalk geil, dass er sich einfach nicht zu schade ist, dafür Essen auszuliefern, weil das ist sicher ein Scheißjob. Plus halt, wenn du Young Alpha bist und wenn du den Ruf hast und wenn du in Berlin, wo dich alle Leute eigentlich kennen sollten, Essen auslieferst. Ich würde den nicht erkennen. Alphas, ich habe gleich eine Schicht Essen ausliefern, immer schön arbeiten. Auf alle Fälle, wenn ihr heute Essen bestellt in Berlin. Warum sieht er denn so aus, wie er aussieht? Der kommt dann an, so wie ich. Ja, dann wisst ihr vielleicht, das ist Young Alpha. Und bitte gebt mir extra Trinkgeld. 5er oder 10er für meinen nächsten Miami-Urlaub und für meinen nächsten Videodreh in Dubai. Alter, ich fühle mich so schlecht jetzt, wo ich dieses Video gesehen habe. Ich hatte gerade das Gefühl, er weint beim Kamera ausmachen. Guck mal hin, das sah so aus, als wenn er kurz danach anfängt zu weinen. Ja. Siehst du das? Ja. Ja, ich sehe halt, ich sehe in sehr traurige Augen. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Letztens stand er bei einem Kollegen als Postbote vor der Tür, haha. Und er reagiert einfach mit so Bizeps. Was für ein Leben führt dieser Mensch. Meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne wissen, was ihr von Young Alpha 3 denkt. Werdet ihr euch das Album noch reinziehen oder habt ihr euch den Strick schon gekauft? Lasst mich auch gerne ein Abo da, lasst mir gerne ein Like da für die Leute, die es nicht gemacht haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ja, gönnt auf jeden Fall Kaiser ein Like. Ja, auf jeden Fall. Löscht Menschen wie Young Alpha oder Yo Olli aus eurem Gedächtnis und schafft Platz in eurem Hirn für mehr Videos von uns. Let's go. Yeah.